So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Infofolge. Ich muss mich mal ganz kurz zusammenreißen, weil der Hannes, der hat heute so ein Bier-Tasting vom Eibauer, Eibauer gefilmt. Und dann hat er noch so ein 2-Mars-Tastings gefilmt. Und dann hat er noch das seltene Biere in dem Pub gefilmt. Und jetzt wollen wir eigentlich Wrestling gucken. Hinten, das ist Wrestling. Das ist Wrestling, das ist Ramses. Jetzt hat Najennik schon wieder das neue Event rausgehauen. Und eigentlich bin ich nicht in der Lage, dieses Video aufzunehmen. Aber eigentlich möchte ich morgen den Community Raid ra raushauen. Und deswegen kann ich auch das Event-Video nicht morgen machen. Sondern morgen ist ja schon wieder der Community Raid. Deswegen machen wir das jetzt noch jetzt. Hier direkt live. Die Abenteuerwoche. Kehrt zurück in Pokémon Go mit einem weiteren Event rund um Fossile. Ich sehe aero ich sehe aber auch noch viel mehr. Und hier steht Abenteurer. Gestein- und Fossil-Pokémon erscheinen überall. Es ist wieder soweit. Die Abenteuerwoche steht kurz bevor. Macht euch bereit, eure liebsten Urzeit-Pokémon zu fangen und auszubrüten. Wir haben eine bahnbrechende Neuigkeit für euch. Mega Despo da erscheint während des Events zum ersten Mal in Pokémon Go. Also st stellt euch einer kolossalen Kraft bei Mega Raids. Ich wollte ja sowieso, wenn Mega Despoda da ist, Mega Raids machen, am selben Tag noch, dann abends um ab 18 Uhr. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wann er eigentlich kommt. Aber der Geburtstag müsste dann schon weg sein, weil die kündigen jetzt schon wieder was an, was erst in 100 Wochen stattfindet, damit ihr auch komplett Über die Übersicht verliert. Mit etwas Glück könnt ihr außerdem zum ersten Mal schillernden Balgoras und Amarino in Pokémon Go begegnen. Bei während des Events ausgebrüteten Balgoras und Amarino besteht eine höhere Chance auf ein schillerndes Exemplar. Als bei wilden Balgoras und Amarino. Wenn ihr also Geld bezahlt und damit ihr die in Brutmaschinen packt, Eier, wo die drin sein können, habt ihr eine bessere Chance, als wenn ihr die wild fangt. Das heißt, ihr könnt also, wenn ihr Geld bezahlt, besser abschneiden. Das finde ich schon wieder richtig dreist. Die hätten ja überall die gleiche Chance geben können, damit man eben weiß, wenn man rumläuft und sieht, wild, da ist was, das fange ich. Ach, ich habe Glück, ich habe sogar ein Shiny bekommen. Und nicht, ja, du hast kein Geld dafür ausgegeben. Deswegen hast du das Shiny gar nicht verdient. Nur wenn du Geld ausgibst, dann darfst du das Shiny bekommen. <laughs> Abenteuerwoche, Donnerstag, der 27. Juli, 10 Uhr bis Mittwoch, den 2. August. Es ist jetzt gerade mal der 12. Juli. Die kündigen jetzt schon, jetzt wo ich nicht in der Lage bin, dieses Video aufzunehmen, kündigen die jetzt schon dieses Event an, die Abenteuerwoche, die erst am 27. Juli startet. Bis dahin habt ihr eh alle wieder vergessen, was da überhaupt stattfindet. 27. Juli, Mittwoch bis 2. August. Mega Despoda erscheint zum ersten Mal. Klingt erstmal richtig krass, aber für mich würde das nur bedeuten, ich mache ein, zwei Mega Raids, habe dann die Mega Energie zusammen, um ein männliches und ein weibliches zu entwickeln, hab dann vielleicht mein 100er Despo da, was ich halt dann immer mal wieder mache. Aber du brauchst eigentlich nicht über den Mega Raid jetzt das Shiny zu suchen, denn Lavita ist bei so vielen Events wild vorhanden brauchst du also nicht Mega Despoda Raiden, wenn dir das Shiny fehlt, dann fehlen dir ja sowieso die Vorstufen. Mega Despoda vielleicht für Mega Energie, aber für Bonbons und 100 IV kannst du das gerne mal versuchen mitzunehmen. Klingt richtig genial, klingt richtig brutal, aber für mich heißt das nur, okay, ab dem Moment ist das verfügbar, dann kann ich meins dann ja mal entwickeln. Und das ist halt nicht so eine große Nummer. Wilde Pokémon. Ammonitas, Kabuto, Aerodactyl, Liljep, Anorith, Cognodon, Schilderus, Galabafloss, flapterix Balgoras und Amarino. Gerade Pokémon wie Galabafloss und flapterix sind ja in vergangenen Abenteuer-Events eingeführt worden, aber dann nur über Eier, wo ihr brüten musstet, um das Shiny zu bekommen. Jetzt sind die auch wild. Vermehrt verfügbar, das heißt, wer damals nichts bekommen hat, kann jetzt zuschlagen, um diese immer noch zu bekommen. Für uns komplett neu wäre Balgoras und Amarino. Das sind noch meine Ziele. Ansonsten könnt ihr gerne noch ein gutes Aerodactyl abgreifen. Ein paar Cognodon mitnehmen, das ist auch als Gesteinsangreifer immer wieder eine richtig gute Wahl. Und ja, das war's auch schon. Eier! In 7 Kilometer Eiern könnt ihr Galapafloss, Flapterix, die zwei Spezies, plus Balgoras Amarino ausbrüten, wobei die hier in den Eiern ja eine vermehrte, eine höhere shiny Chance haben als wild. Polarlichtabenteuer behaltet den Horizont im Blick. Während der Abenteuerwoche könnt ihr am Himmel eine farbenfrohe Überraschung entdecken. Das klingt auf jeden Fall auch richtig genial. Pokémon bei Feldforschungen: Amoroso, Kabutops, Wili, Amaldo. Alles Weiterentwicklungen. Und dann standardmäßig Balgoras und Amarino. Ihr könnt die also nicht nur wild finden, auch in Feldforschungen, auch in Eiern. Und das finde ich wirklich gut, eigentlich. Dass, wenn was da ist, was dann neu reinkommt, du nicht speziell diese eine Sache machen musst, sondern du gefühlt in jedem Bereich die Möglichkeit hast, dem anzutreffen. Egal, ob das jetzt erhöht ist oder nicht, hast du trotzdem die Möglichkeit. Du musst nicht raiden. Du musst nicht brüten. Du musst nicht fangen. Du kannst auch einfach alles so mitnehmen. Kostenpflichtige befristete Forschung. Für 2 US-Dollar gibt es eine befristete Forschung. Da bekommt man zwei Brutmaschinen, eine Superbrutmaschine. Die läuft nicht begrenzt. Es ist ja eine befristete Forschung. Also nur während des Events kann man die lösen. Muss die fertig machen. Was ich schon wieder total blöd finde. Dass ihr Geld bezahlt, um die zu kriegen. Und dann unter Zeitdruck gesetzt werde, dass ihr die abschließen könnt. Wobei es also auch sein kann, ihr habt hier 2 Euro bezahlt. Schafft das nicht, Zeit ist um, Forschung weg. Spezialforschungen, die man kauft, ist eine ganz andere Sache. Aber das finde ich halt ein bisschen dreist. Aber, muss jeder selber wissen, meistens sind die Aufgaben ja sehr leicht. So, dass ihr das, obwohl ihr sieben Tage Zeit habt, vielleicht in einer halben Stunde gelöst habt, also ist das auch schon okay. So. Kostenlose, befristete Forschung gibt es auch. Eine kostenlose Forschung wird zum Event verfügbar sein. Bei dieser Forschung müsst ihr zwischen Aufgaben rund um das Erkunden oder das Erforschen wählen. Werdet ihr erkunden oder werdet ihr forschen? Die befristete Forschung läuft nicht unbegrenzt, denn auch diese müsst ihr vor dem 2. August, wenn das Event halt dann zu Ende ist, abschließen und die Belohnungen abholen. Eventboni. Doppelte EP für das Drehen von Pokestops. Fünffache EP für das allererste Drehen von Pokestops. Halbierte Schlüpfdistanz. Es gibt eine Sammlerherausforderung. Dann könnt ihr vielleicht auch Balgoras und Amarino begegnen in der Shiny-Variante. Raidkämpfe Stufe 5 werden zu dem Zeitpunkt Regi Drago sein. Es kommt ja jetzt morgen. Ab Donnerstag kommt Regi Eleki in die Raids. Zur Abenteuerwoche wird dann schon Rigi Drago verfügbar sein. Wer damals keine Raids machen konnte, keine Top Raids, keine Elite Raids, der wird sagen, mir fehlt das eh noch komplett im Dex. Sind beide, glaube ich, auch gar nicht nützlich. Ihr werdet das nehmen, um euren Pokedex zu vervollständigen. Shiny ist auch nicht verfügbar, also da wird es sicherlich sehr ruhig zu gehen. Gleichzeitig ist aber auch Mega Despo da in den Raids. Wenn man also einen Regidrago hat, kann man alle restlichen Pässe vielleicht für Mega Despoda nutzen, da Energie zu sammeln, Shiny zu suchen, XL, IV, das wäre vielleicht sinnvoller. Ich freue mich auf Regidrago, weil Mega Despoda muss ich wahrscheinlich trotzdem nur zwei Stück machen, dann bin ich fertig damit. Regidrago, wenn ein 100er kommt, wieso nicht, kann man mal hochziehen. Und ansonsten zwei neue Shinys, Balgoras, Amarino. In der Bildnis, in Eiern, in den befristeten Aufgaben, in den Feldforschungsaufgaben. Was habe ich gerade gelabert? Keine Ahnung. Das ist die Abenteuerwoche und wieder massenhaft EP, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, wo ihr sonst nicht unterwegs seid. Und das ist das Geniale. Soll ich euch noch was Geniales zeigen? Das ist hier hinter mir. Seht ihr nämlich hier. Pass auf, guck. Wenn ich das mal hier groß mache, seht ihr. Da liegt ein Hannes auf dem Sofa und schläft. Eigentlich haben wir gerade hier Burger gemacht. Da, da gibt's, guck mal, da ist da ist noch ein Burger am Start. Wir haben gerade Burger gegrillt. Wir wollen gerade eigentlich hier Wrestling gucken. Ach du meine Fritteuse, was macht denn da hier schon wieder der äh, äh, Dings? Wie heißen die denn die Gruppierung hier? Weiß ich nicht. Der. irgendwo. Ja, hier, wo Dominik drin ist, der Dirty Dom und die anderen. Die machen da auf jeden Fall gerade rum. Und jetzt esse ich noch einen Burger, lass es mir schmecken und würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out vorhaut euer Ramses. Was sind eure Ziele für die nächste Abenteuerwoche? Schreibt mal in die Kommentare. Habt ein Nachsehen. Wir haben schon 10 Bier-Tastings gemacht heute. Mars. Sachen, alles, Chili. Ich freue mich. Abenteuerwoche, perfekt. Leider unglücklicher Zeitpunkt, dass sie das jetzt raushauen, aber egal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.